Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder alle zuschaut. Hier ist euer Easy Sports TV und ich hoffe natürlich, dass ihr immer fleißig eure Übungen macht, immer schön trainiert zu Hause. Mein Tipp ist aber, nicht nur die Muskeln selber trainieren, sondern ihr solltet komplette Bewegungsabläufe mit in euer Sportprogramm mit einbauen. Ist momentan sowieso voll im Trend, das Ganze nennt sich Functional Training. Habt ihr das schon mal gehört? Nein, ich erkläre es euch. Ihr kennt ja so Klimmzüge, Dips oder Liegestütze. Das ist so lang schon bekannt, aber immer noch total der Renner. Das sind zum Beispiel solche Sachen, die ihr machen könnt. Und steigern könnt ihr das Ganze noch mit Übungen auf dem Balanceboard oder Wackelbrett. Ist gut für die Koordination und Gleichgewicht. Und oh je, ich sehe schon das ein oder andere Fragezeichen. Ja, aber dafür gibt es ja uns. Es gibt nämlich jetzt heute Nachmittag so ein Functional Training. Das Ganze nennt sich Core Training mit dem Marcel. Aber wir starten erstmal mit der aktiven Körperhaltung. Das macht natürlich unser charmanter Judi. Und dann, wie gesagt, gibt es das Core Training mit Marcel. Unbedingt mitmachen, damit ihr ab sofort die Übungen auch komplett alleine zu Hause machen könnt. Danach ein Body Workout mit, haltet euch fest, Haushaltsutensilien mit unseren starken Männern. Und zwar Vasi und Luca. Da mache ich auf jeden Fall mit. Und am Schluss gibt es noch eine Runde Bauchintensiv mit der Isabel. Mit Sport gegen den Virus. Viel Spaß, haut rein und bis morgen. So, hallo, ich bin der Johannes und wir machen heute die aktive Körperhaltung. Das sind spezielle Übungen für euch, um die Körperhaltung zu verbessern. Wir fangen auch gleich an. Hier ist es wichtig, dass wir in einem stabilen Stand anfangen. Die Knie sind leicht gebeugt, das Becken ist aufgerichtet und ihr achtet darauf, dass ihr auch stolz im Brustbein seid. Achtet auch darauf, dass euer Stand hüftbreit oder schulterbreit ist. Und so konzentriert ihr euch jetzt erstmal auf den Stand. Vielleicht fangt ihr an, etwas hin und her zu wackeln, um genau die Mitte zu finden. Und ihr könnt auch mal versuchen, eure Fußspitzen anzuheben und die Zehen quer über den Boden zu schieben, dass auch jeder Zeh den Boden berührt. Fangt an, langsam durch den Bauch ein und wieder auszuatmen. Und versucht auch hier etwas zu wachsen, als ob man euch hier hinten nach oben zieht. Nun steht ganz still und aktiviert eure Schulterblätter, indem ihr die Ellenbogen nach hinten unten drückt. Hier ist es wichtig, dass ihr die Ellenbogen weit nach hinten bringt, aber Achtung, nicht nach oben. Nach hinten unten. Und ihr achtet auch jetzt darauf, dass der Kopf nach hinten gezogen ist, als ob ihr hier einen Ball zwischen Brust und Kinn einklemmen würdet. Diese Position haltet ihr jetzt ein wenig. Vielleicht dreht ihr jetzt eure Daumen etwas weiter nach rechts und links nach unten. Dann öffnet sich noch mehr die Schulter und ihr spürt die Spannung noch mehr hier hinten im Rücken. Wichtig, Knie sind gebeugt, euer Becken aufgerichtet. Und stolz im Brustbein. Ihr atmet ein, öffnet die Arme und achtet darauf, dass eure Arme unter den Schultern bleiben. Mit jedem Atemzug öffnet ihr noch mehr die Brust. Schiebt die Arme immer weiter nach hinten. Kann ihr wieder die Daumen nach unten drehen, genau, und sich auf das Schulterblatt oder auf beide Schulterblätter konzentrieren und versucht hier hinten wirklich eine kleine Nuss zusammen zu quetschen. Und richtig zusammendrücken. Die Arme zurück in die Ellenbogensenke. Ihr dürft den Kopf nach rechts drehen und
extra hin. Dreht ihr nochmal nach rechts und schaut euch über die Schulter drüber nach hinten unten. Haltet die Position und schiebt den entgegengesetzten Ellenbogen, also den linken, noch weiter nach hinten unten. Die Knie sind weiterhin gebeugt, das Becken ist aufgerichtet und ihr seid stolz in eurem Brustbein. Und ihr schaut zur anderen Seite, auch hier wieder über die Schulter schauen und den rechten Ellenbogen weiter nach hinten unten pressen. Ihr spürt dann hier die Dehnung in der Nackenmuskulatur. Und wir schauen geradeaus. Ihr steht jetzt auf jeden Fall schulterbreit. Eure Zehenspitzen zeigen leicht zu den Seiten. Ihr geht leicht in die Knie, schiebt den Po nach hinten, den Oberkörper nach vorne. Leicht in die Knie, schiebt den Po nach hinten, Oberkörper nach vorne. Becken ist aufgerichtet, stolz in der Brust und Tennisball zwischen Brust und Kinn. Gut. Atmet ein, streckt die Arme weit nach vorne und haltet die Position. Atmet tief. Wir halten noch statisch. Vielleicht schafft ihr es, eure Hände wieder aufzudrehen. Die Handinnenflächen schauen nach oben. Nacken ist gestreckt. Bauch fest, Brust stolz, Schulterblätter sind aktiv. Ändert den Winkel ein wenig, indem ihr den Po noch weiter nach hinten streckt und den Oberkörper weiter nach vorne bringt. Halten. Gut. Hier ist es jetzt wichtig, eine Linie zu bilden. Moni, du darfst die Knie noch ein bisschen mehr strecken. Super. Und jetzt kriegt man hier eine schöne Spannung auf die Lendenwirbelsäule. Wichtig, wenn es zu viel wird, einfach ein bisschen aufrichten im Oberkörper. Du darfst es mal machen. Gut. Und wichtig, hier wieder Becken aufrichten. Gut. Wir halten das noch ein wenig. Für 5, 4, 3, 2 und ihr kommt zurück, die Ausgangsposition, Ellenbogen senke. Lasst die Arme hängen und steht stabil. Super. Unser Stand wird jetzt sehr breit, wie ein Sumo-Ringer. Stützt euch hier in die Knie ab, der Bauch wie immer fest, die Brust ist stolz, die Schulterblätter sind aktiv. Lasst die Arme hängen und bleibt kurz in der Position. Achtet auf eure Knie, die schiebt ihr nach außen und ihr geht gleich ein paar Zentimeter tiefer. Gut, halten. Hebt die Arme an und bleibt in der Position. Stellt euch vor, ihr umarmt einen großen Ball und bleibt hier. Bauch fest, Brust stolz, Schulterblätter aktiv. Blick geradeaus, Nacken gestreckt. Und kommt noch ein bisschen tiefer. Ihr könnt es selber entscheiden, umso tiefer ihr kommt, umso anstrengender wird es. Das Wichtigste ist hier, das Knie bleibt hinter Fußspitz. Der größte Fehler, was man hier machen kann, ist, dass man hier reinkippt. Schiebt die Knie nach außen, bekommt ihr schön Spannung auf das Gesäß, ihr habt eine Dehnung in den Adduktoren, also in den Innenschenkeln und halten. Dreht die Handinnenflächen nach oben. Achtet darauf, Schulterblätter bleiben aktiv. Öffnet die Arme. Atmet ein und atmet aus. Bleibt in der Position. Denkt wieder an die Nuss. Ihr wollt hinten die Nuss zerquetschen mit euren Schulterblättern. Daumen nach hinten unten drehen. Halten. Vielleicht wollt ihr noch einen Tick tiefer. Halten. Knie nach außen, Bauch fest, Brust stolz, Schulterblätter aktiv. Gut. Während der Übung erstmal grinsen, weil die ist super schwer. Bringt mal die Arme wieder vor. Halten. Atmet ein und atmet aus. Senkt die Arme, streckt die Beine. Atmet ein, kommt wieder tief. Hebt die Arme, beugt die Knie. Und nochmal. Machen genauso weiter. Tief.
gehen. Vielleicht schafft ihr es, die Arme höher zu nehmen. Und achtet auch immer noch drauf, tief zu atmen. Ihr dürft nach oben schauen und nach unten schauen. Noch zwei Stück. Tief. Und hoch. Letztes Mal und tief gehen. Halten. Nimm die Arme wieder nach vorne. Bleibt in der Position. Knie nochmal richtig schön nach außen schieben. Bauch ist fest, Brust ist stolz. Schulterblätter runter. Halten. 5, 4, 3, 2. Und strecken. Ihr dürft lösen. Wichtig, während der Übung immer mal erstmal einen Schluck trinken. Ihr dürft euch kurz was zu trinken holen und tief Luft holen. So, unser Stand wird jetzt ganz eng. Die Knie wieder leicht gebeugt, Becken aufgerichtet, stolz im Brustbein. Schiebt die Ellenbogen nach hinten unten. Schiebt den Po nach hinten, Oberkörper vor. Halten. Streckt die Arme nach vorne. Haltet die Position. Schiebt den Po noch weiter nach hinten und bringt euch im Oberkörper wieder eine lange Position nach vorne. Schulterblätter sind aktiv, Bauch ist fest, Brust ist stolz. Und ihr haltet. Gut. Versucht hier das Gewicht auf den Fersen zu lassen. Genau. Die Knie noch ein bisschen mehr strecken. Bauch ist fest, Brust ist stolz. Und die Schulterblätter sind aktiv. Wir halten statisch für 15 Sekunden. Langsam die Arme senken, ihr rollt euch langsam auf und steht stabil. Unser Stand wird nochmal ganz breit. Hier wieder darauf achten, Knie nach außen schieben, das Wichtigste hier. Bauch fest, Brust stolz, Schulterblätter aktivieren. Lasst die Arme nochmal hängen und umarmt nochmal den großen Ball. Gut, jetzt verlagert ihr euer Gewicht. Erstmal auf das rechte Bein und dann langsam auf das linke Bein. Gut. Noch einmal rechts und links. Gut, das ist die einfache Variante. Wir können es ein bisschen schwerer machen, indem ihr tiefer geht. Achtet hier darauf, Knie hinter Fußspitze. Dafür müsst ihr nach hinten sitzen. Und ihr wechselt die Seite. Halten. Bauch ist fest, Brust ist stolz, Schulterblätter sind aktiv. Und nochmal wechseln. Wir machen das Ganze flüssiger. Einatmen, Arme hoch und tief gehen. Einatmen, Arme hoch und tief gehen. Weiter geht's. Hoch. Runter. Nochmal. Und runter. Noch einmal. Und Mitte. Gut. Knie nach außen. Halten. 5, 4, 3, 2. Lass die Arme hängen. Den Oberkörper hängen, den Kopf hängen lassen und rollt euch hier jetzt Wirbel für Wirbel auf und steht wieder
Stabil. Ihr könnt das Ganze noch einmal machen. Nochmal Arme heben, Knie rausschieben, tief gehen. Die Arme erst hängen, den Kopf hängen lassen, die Schultern hängen lassen, richtig krümmen. Und langsam Wirbel für Wirbel aufrollen, zuerst die Beine vielleicht strecken und hoch. Gut, unser Stand wird wieder neutral, schulterbreit oder hüftbreit. Denkt dran, ihr könnt wieder einen Schluck trinken, ansonsten kommt ihr gleich in die Ellenbogensenke. Gut. Haltet die Position. Bringt die Atmung wieder runter, atmet tief. Und ihr dürft jetzt anfangen, langsam auf die Zehenspitzen zu stehen. Hier ist es wichtig, die Fersen gehen nur 2-3 cm in die Luft. Eure Knie sind gebeugt, das Becken aufgerichtet, stolz in der Brust, Ellenbogen gesenkt. Schiebt den Po etwas nach hinten, den Oberkörper nach vorne. Bleibt auf den Zehenspitzen. Hebt die Arme wieder etwas an. Nach vorne, ungefähr 90 Grad in der Achse und bleibt hier. Hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger, die Position zu halten. Die Zehen müssen arbeiten, die Fußgelenke müssen arbeiten, vielleicht auch wenig die Knie. Schwieriger können wir uns das machen, indem man die Augen schließt und halten. Bleibt genauso in der Position. Der Rücken verändert sich gar nicht, die Augen bleiben geschlossen. Ihr atmet ein, hebt die Arme und ihr atmet aus, senkt die Arme. Nochmal heben und senken. Heben und senken. Bauch ist fest, die Brust ist stolz und die Schulterblätter sind aktiv. Macht genauso weiter, heben und senken. Und wir stoppen mit den Armen nach unten gerichtet. Dürft die Augen öffnen, die Fersen abstellen. Richtet euch wieder auf und steht stabil. Gut, super. Unser Stand wird jetzt schulterbreit. Wir probieren jetzt die Hocke. Ihr habt mehrere Möglichkeiten. Erstmal stützt ihr euch auf den Knien ab. Hier gibt es verschiedene Stufen. Wir machen 1, 2 oder 3. 1 wäre hier. 2 wäre etwas tiefer. Die Ellenbogen sind ungefähr auf den Knien. Oder 3. Die Hände gehen bis zu den Fußgelenken. Sucht es euch aus. Wir fangen aber erstmal an mit 1. Abstützen. Linke Hand bleibt auf dem linken Knie. Der rechte Arm schiebt nach oben. Ihr atmet ein und dreht euch auf. Atmet aus, atmet ein und wechselt. Schaut der Hand hinterher. Stolz in der Brust, fester Bauch. Okay, beide Hände gehen auf die Knie. Sucht euch eure Stufe jetzt aus, 1, 2 oder 3. Ich mache die 2. Moni, du kannst auch die 3 machen. Gut. Also, linker Ellenbogen oder linke Hand bleibt am Knöchel und ihr dreht auf. Hier darauf, dass der Po weit unten ist. Und wir halten die Position. Noch stolzer aufdrehen, die Brust richtig weit öffnen. Und wechseln. Ah.
wechseln. Und nochmal wechseln. Gut, noch einmal die rechte Seite. Und noch einmal die linke Seite. Gut, beide Hände gehen auch an die Knie. Also die Ellenbogen gehen an die Knie oder die Hände gehen an die. Schon vergessen, wie es heißt, Fußgelenke. Und jetzt streckt die Arme nach vorne. Wir halten nochmal 5, 4, 3, 2, strecken langsam und entspannen kurz. Zum Entspannen dürft ihr die Ellenbogen wieder nach hinten unten pressen. Und haltet die Position. Löst, trinkt noch mal einen Schluck und dann dürft ihr euch an den Mattenrand stellen. Schaut hier darauf, dass die Zehen auf der Matte sind. Gut. Okay, wir gehen leicht in die Hocke. Bauch ist fest, Brust ist stolz, Schulterblätter sind aktiv. Wir gehen tiefer, bis die Hände auf den Boden kommen und krabbeln ganz geschmeidig in den Vierfüßler. Gut. Die Füße sind aufgestellt. Die Knie sind unter den Hüftgelenken. Der Bauch ist fest. Die Brust ist stolz. Die Schulterblätter sind aktiv. Ihr achtet darauf, dass die Hände leicht nach außen gedreht sind. Die Ellenbogen leicht nach innen gedreht sind. Und die Ellenbogen leicht gebeugt sind. Und wir heben die Knie an. Halten. Achte darauf, den Kopf zurückziehen, Nacken gestreckt. Halten. Ganz wichtig hier, das Becken immer aufrichten. Schulterblätter sind aktiv. Der Nacken ist locker. Super. Wir halten ein paar Sekunden noch. Atmen währenddessen tief ein und aus. Fünf, vier, drei, zwei. Einfach nur die Knie absetzen. Kurze Pause für drei Atemzüge. Okay. Ihr dürft nochmal nach oben gehen und halten. Gut. Ihr hebt jetzt euer linkes Bein langsam an und streckt es gerade nach hinten raus. Haltet die Position. Bauch ist fest, Brust ist stolz, Schulterblätter sind aktiv, die Ellenbogen leicht gebeugt und halten. Okay. Ihr wechselt schnell. Links absetzen, rechts strecken. Bauch fest, Brust stolz, Schulterblätter aktiv, Ellenbogen leicht gebeugt. Rechts ab, bleibt aber noch in der Luft. Für 5, 4, 3, 2, absetzen. Setzt euch erstmal auf eure Fersen. Versucht hier die Muskulatur ein bisschen zu öffnen. Manche sind hier beweglicher, manche nicht. Manche haben hier schon ein Problem, so zu sitzen. Die dürfen das Ganze jetzt so machen. Die anderen dürfen sich mit Bauchspannung und aufgerichteten Becken etwas nach hinten beugen. Achtung hier, schön die Bauchspannung halten. Gut, und halten. Nach und nach sich ein bisschen absenken. Gut, und ihr kommt wieder zurück. Bringt jetzt noch die Stirn zum Boden. Entspannt in der Position. Du darfst die Arme weit nach vorne nehmen
und euch zurück auf Pferden schieben. Das Ganze soll euren Rückenstrecker etwas strecken. Genau. Okay, ihr kommt noch einmal in den Vierfüßler. Bauch ist fest, Brust ist stolz, Schulterblätter sind aktiv, Ellenbogen sind leicht gebeugt. Und wir gehen nochmal hoch in die Luft. Halten. Ihr dürft jetzt anfangen, ganz leicht hin und her zu wippen. Hin und her. Genau. Achtet auch immer darauf, dass hier die Ellenbogen gebeugt sind. Das ist ganz wichtig, um die Schultern zu entlasten und vor allem den Nacken zu entlasten. Bauch fest, Brust stolz, Schulterblätter aktiv. Und das noch ein paar Mal. Bleiben dann wieder mittig. 3, 2, 1 und absetzen. Super. Dürft euch flach auf den Boden legen und dann einfach auf den Rücken drehen. Erstmal entspannen und lang machen. Richtig strecken. Stellt die Füße auf, das Ganze hüftbreit. Achtet jetzt auf eure Lendenwirbelsäule, die ist meistens jetzt abgehoben. Die versucht ihr auf die Matte zu pressen. Dann richtet sich das Becken ein wenig auf. Die Hände nehmt ihr neben das Gesäß. Der Kopf liegt auf jeden Fall ab. Die Schultern sind locker. Und ihr versucht euer Becken jetzt ein wenig aufzurichten, ganz leicht in die Luft zu heben, ohne das Gesäß anzuspannen. Nur ganz leicht. Manchmal schafft man es gar nicht von der Matte in die Luft. Wichtig ist nur, dass der Po locker ist. Der Bauch ist fest. Ihr nehmt die Arme nach oben, ihr hebt den Kopf, ihr hebt die Schulterblätter und rollt euch ein. Haltet die Position. Und höher. Halten. Das Becken ist in der Luft, Gesäß ist locker, Brust stolz nach oben und achtet darauf, der Nacken ist gestreckt. Ihr habt immer noch zwischen Brust und Kinn einen Tennisball. Halten. Weiter statisch halten. Gut. Man kann vielleicht die Fußspitzen noch anziehen. Genau, das Becken ein bisschen höher heben. Die Arme gerade nach oben. Genau. Und nochmal einen Zentimeter höher kommen. Gut. Tief ein- und ausatmen. Wir halten noch 5, 4, 3, 2. Und absetzen. Super. Gut. Okay. Wir liegen noch weiterhin flach auf dem Boden. Die Füße sind wieder aufgestellt. Nehmen die Arme nach oben. Ziehen die Knie ran zu uns. Ziehen die Knie noch weiter ran, bis das Gesäß in der Luft ist. Also ihr spürt dann, dass die Lendenwirbelsäule oder das Gesäß sich langsam anheben. Oberkörper wieder anheben. Gut. Zehenspitzen anziehen und die Beine nach oben strecken. Gut. Gut. Zehenspitzen anziehen. Okay. Halten. Noch 5, 4, 3, 2. Immer noch halten. Immer noch halten, immer noch halten. Und jetzt den Schwung der Beine nutzen, um in die Schwebe zu kommen. Gut, super. Wir halten das.
Stolze Brust. Halten. Vielleicht streckt ihr die Füße etwas nach vorne. Wir bleiben hier nochmal. 10 Sekunden. Stolze Brust. Fester Bauch. Der ist auf jeden Fall hier fest. Halten. 5, 4, 3, 2. Und ihr dürft absetzen. Gut. Kurz Luft holen. Dann langsam umdrehen. Lasst euch Zeit. Setzt euch wieder auf die Knie. Nehmt ein Bein vor das andere und steht auf. Super. Ihr dürft wieder einen Schluck trinken. Und ansonsten steht ihr wieder in die aktive Körperhaltung. Knie sind leicht gebeugt, Becken aufgerichtet, stolze Brust und die Schulterblätter aktiviert ihr. Halten. Beugt noch mal etwas die Knie, schiebt den Po nach hinten, streckt noch mal die Arme weit nach vorne und haltet die Position. Bauch ist fest, Brust ist stolz, Schulterblätter sind aktiv. Versucht diese Übung als Hausaufgabe mitzunehmen. Macht die hier mehrmals am Tag. Die aktiviert ein wenig eure Rückenmuskulatur, eure Stützmuskulatur und hält euch aufrechter in eurem Alltag. Gerade jetzt, wenn man viel zu Hause ist und viel sitzt, wird das hier eine gute Position. Hier ist wichtig, Bauch fest, Brust stolz, Schulterblätter sind aktiv, Nacken gestreckt. Und haltet das Ganze eine Minute. Ihr atmet ein. Und atmet aus, lasst die Arme hängen, richtet euch auf und steht stabil. Richtet euch wieder ein in einem stabilen Stand, hüftbreit oder schulterbreit. Knie gebeugt, Becken aufgerichtet, stolz, lang machen und haltet die Position. Nochmal auf die Zehenspitzen kommen und ihr dürft nach oben schauen. Schaut weit nach oben, wird das Halten auf den Zehenspitzen schwieriger. Und vielleicht schließt ihr die Augen. Dann wackelt das Ganze ein wenig. Weit nach oben und lass einfach nur fallen. Nochmal heben und senken. Noch einmal und senken. Richtet euch langsam auf, steht stabil, atmet tief. Schließt ihr nochmal die Augen, konzentriert euch nochmal auf den Stand. So, willkommen zurück bei Easy TV. Heute sind wir mit einem kleinen Core Performance Workout dabei. Der Luca wird mich heute ein kleines bisschen unterstützen. Wir haben heute schöne 4 Übungen vor. Einfach was Nettes zum Mitmachen. Denkt wieder dran, ihr braucht nichts anderes als entweder eine Matte oder ein Handtuch
euren Teppich irgendwo, wo ihr euch ein kleines bisschen bewegen könnt. Denkt dran, bleibt zu Hause. Wir machen das Ganze, damit ihr zu Hause bleiben könnt und dass ihr zu Hause einfach ein bisschen was für euch tun könnt. Ich werde euch die vier Übungen erklären, werde euch zeigen, worauf es ankommt und wie ihr das Ganze ausführt. Und ihr könnt einfach 1:1 mitmachen, wie sonst auch. Es werden 3 Runden heute sein. Wenn ihr zwischen den Runden ein bisschen mehr Pause braucht, als wir euch technisch gesehen geben, macht einfach kurz Pause bei dem Video. Macht so, wie ihr es könnt. Jeder bitte so, wie er es kann. Qualität über Quantität. Und dann würde ich sagen, legen wir los. So, die erste Übung, die wir vorhaben, ist das sogenannte Schiffchen. Ich erkläre euch gerade mal, worauf es mir da besonders ankommt, weil da gibt es so 2-3 Kleinigkeiten, auf die man am besten achten sollte. Es geht ja um Core Performance und das heißt, ihr wollt wirklich eure Körpermitte, das gibt es ja bei verschiedenen Sachen, bei Yoga, bei Pilates, bei etc. wird einfach immer nur ein bisschen anders genannt, ob es jetzt eure Körpermitte ist, euer Powerhouse etc. pp. Ist völlig wurscht. Wir wollen einfach schauen, dass wir hier richtig schön stabil sind in unserer Körpermitte und das funktionell bewegen können. Dafür gehen wir in die erste Übung. Erstmal in Rückenlage auf die Matte. Und das Erste, was wir machen wollen, wir stellen unsere Beine schön auf. Und ich mache mal die eine Hand in die Luft. Ihr dürft die natürlich ablegen. Was ihr erstmal machen wollt, ist sicher gehen, dass ihr eure Bauchmuskulatur schon mal so aktiviert habt und euer Becken gekippt habt, dass euer Bauchnabel nach innen gezogen ist und ihr Kontakt mit eurem unteren Rücken zur Matte spürt. Das heißt, ich versuche das mal ein bisschen extremer vorzumachen. Ihr wollt nicht im Hohlkreuz sein, sondern ihr wollt den Bauchnabel einziehen und euren unteren Rücken richtig schön in die Matte reinpressen, dass ihr das die ganze Zeit während der Übung halten wollt. Und was wir dann machen, wir nehmen Arme und Beine Richtung Decke nach oben, die Beine etwa im 90-Grad-Winkel. Und wir wollen jetzt richtig schön langsam und kontrolliert Arme und Beine Richtung Boden nach unten lassen, so weit nach unten, wie ihr könnt, ohne dass ihr mit dem unteren Rücken wieder abhaut. Den wieder schön kontrollieren, schön groß machen und wieder reinkommen. Das Ganze wollen wir 10 Wiederholungen machen. Es ist völlig egal, ob ihr 2 cm rausgeht, 10 oder ganz nach unten kommt. Jeder so, wie er es sauber machen kann und wie ihr es mit Qualität machen könnt. Falls ihr euch nicht sicher seid, legt einfach mal ein Fingerchen an die Unterkante und macht es erstmal nur mit den Beinen. Könnt ihr auch super machen, dann könnt ihr euch selber so ein bisschen kontrollieren, ob ihr hier wirklich dran seid. Schaut, wie ihr es machen könnt. Und ihr dürft jetzt bei uns einfach gerne mal mitmachen. Wir machen 10 Wiederholungen und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Also, Hände Richtung Decke, Beine circa 90 Grad Winkel, Rücken nochmal kontrollieren und eine langsame Bewegungsgeschwindigkeit. Wir fangen an. Wiederholung 1. Wir gehen raus, kurz halten und wieder rein. 1. Raus, kurz halten, wieder rein. 2. Denkt an euren unteren Rücken. Raus. Kurz halten. 3. Raus. Kurz halten. 4. Raus. Kurz halten. 5. Raus. Kurz halten. 6. Raus. Kurz halten. 7. 3 Stück noch. Raus. Kurz halten, 8 und 2, raus, kurz halten, 9 und den letzten noch, weil es so schön war. Nochmal richtig schön raus, kontrolliert, rein und wieder ganz entspannt ablegen, locker lassen und einfach mal so ein kleines Minütchen Pause machen. Wer will, kann jetzt das Video stoppen und einfach mal kurz ein Minütchen Pause machen. Wir sehen uns dann gleich für Runde 2 wieder. So. Schnaufpäuschen, soweit, so gut? Ja, sehr gut, dann machst du alles richtig. So, ich würde sagen, direkt an Runde 2, wir gehen wieder in unsere gute Grundposition. Und weil das Ganze so schön war, gehe ich natürlich gleich mal zum Luca vorbei und schaue mal, wie der das Ganze so macht. Das heißt, wir fangen an. Wiederholung 1. Wieder richtig schön raus. Kurz halten. Wieder zurück. Luca macht weiter. 2. Raus. Lächeln, atmen, genießen, zusammen. Und 3. Ihr seht bei Luca richtig schön, er lässt richtig schön den Rücken unten zurück. Und 4. So weit raus, wie ihr das Ganze könnt. Zurück. Und 5, raus, halte, zurück, sehr gut, raus, halte, zurück, 4 Stück noch, raus, halte, zurück, 3 noch, raus, halte,
zurück. Noch zwei, raus, halten, zurück. Und den letzten weißen Schirmer nochmal richtig schön raus, halten, zurück. Pause. Da auch ruhig so richtig schön die Beine aufstellen, kurz mal alles ein bisschen auslockern. Wer will, kann auch die Beine einfach ein bisschen lang machen, um ein bisschen den Bauchmuskel eine kleine Pause zu gönnen. Ist absolut erlaubt. Zwischendurch wollen wir arbeiten. Also gebt euch da ruhig die Zeit, lasst wieder ein bisschen Blut von A nach B. Atmen und Lächeln nicht vergessen, dann macht das Ganze auch zur Not ein bisschen Spaß. Gut. So, dann würde ich sagen, ab zur Runde 3. Nochmal weiß so schön, mal nochmal richtig schön 10 Wiederholungen durchhalten. Zupfen nochmal alles schön zurecht, damit es auch noch was aussieht. Und wir legen los. Wiederholung Nummer 1. Richtig schön raus. Halten. Zurück. 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 Die Hälfte haben wir schon. Raus. Halten. Zurück. 6. Raus. Halten. Zurück. 7. Raus. Halten. Zurück. 8. 2 noch. Raus. Halten. Zurück. Und den letzten, weil es so schön war. Und wir halten es nochmal ein kleines bisschen. Und kommen wieder zusammen. Und ganz entspannt locker lassen. Sehr schön. Dann habt ihr die erste Übung schon überstanden. Kleines Verschnaufpäuschen, dann geht's direkt ab zu Runde 2. So, wir machen weiter mit Übung Nummer 2. Was wir vorhaben, ist eine Kleinigkeit im Unterarmstütz. Die meisten haben es wahrscheinlich schon mal gehört. Ich gehe mal kurz nochmal auf die Kleinigkeiten ein, die mir persönlich besonders wichtig sind. Ihr wisst von Übung 1 nochmal, unsere Beckenspannung wollen wir so richtig schön halten, dass wir den Bauchnabel einziehen und die Bauchmuskulatur aktiviert halten. Das wollen wir jetzt auch im Unterarmstütz machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal Bauch links Richtung Matte, legen uns da erstmal richtig schön auf den Bauch. So weit, so gut. Was wir da machen wollen, wir legen die Ellbogen richtig schön unter unsere Schultern. Die Hände dürft ihr auflegen, aufstellen, zusammennehmen, das dürft ihr machen, wie ihr Lust habt. Achtet ein bisschen drauf, dass eure Schultern nicht zu weit oben wandern, sondern dass sie hier richtig schön unten bleiben, dass ihr da stabil bleibt. Die Füße gut aufstellen und jetzt wollt ihr euren Hintern richtig schön von der Matte heben. Das heißt, wir gehen hier hoch. Und da kommt jetzt der wichtige Part, wo wir auch nochmal auf das Becken achten. Achtet mir bitte drauf, dass ihr hier nicht nach unten durchsackt. Das ist nicht der Sinn der Übung, sondern wir wollen hier richtig schön mit dem Hintern nach oben kommen und das Becken nach vorne ziehen. Das heißt, nicht im Hohlkreuz landen, sondern den Bauchnabel einziehen und die Spannung halten. Damit das Ganze jetzt aber natürlich noch ein bisschen interessanter wird, wollen wir immer im Wechsel einen Arm Richtung Decke rotieren, wieder nach unten kommen. Und dann wieder den anderen Arm Richtung Decke rotieren. Das machen wir immer schön im Wechsel. 10 Mal insgesamt, also 5 Stück pro Seite. Halten dabei die ganze Zeit richtig schön die Spannung. Und weil das Ganze natürlich so viel Spaß macht, machen wir das auch direkt zusammen. Und lächeln und atmen dabei auch so ein kleines bisschen. Gut, seid ihr bereit soweit? Würde ich sagen, legen wir los. Also, gute Grundposition. Füße aufgestellt. Wir gehen ab nach oben. Und wir rotieren auf. 1. Folgt mit dem Blick immer ein bisschen der Hand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Kontrolliert nach unten. Hüfte absenken und einfach ein kleines bisschen durchschütteln, ein kleines bisschen Päuschen machen. Circa 60 Sekündchen, ungefähr jeder so, wie er es braucht, aber 60 Sekündchen ist eine ganz gute Hausnummer. Puh, so weit, so gut, oder? Zum Warmwerden. Bitte? Ja, können wir mal weitermachen. Runde 2, ich würde sagen, wir legen direkt wieder los. Achtet mir ein bisschen dabei drauf, dass ihr wirklich so stabil bleibt wie möglich. Das heißt, nicht viel hin und her wackeln, sondern so stabil am Fleck wie möglich. Wir drehen uns nur nach oben und ab in Runde 2. Nach oben. Und 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kontrolliert runterkommen und wieder langsam ablegen. Alles ein kleines bisschen durchschütteln und ein kleines Päuschen machen. Sehr gut. Schön durchhalten. Die gute Einsicht. Machen wir gleich Runde 3. Du kannst eben den Becken nicht so drehen, ne? Genau. Kann man eigentlich gleich in der dritten Runde nochmal machen, wenn du so ein bisschen zu mir kommst, dass ich nochmal so ein Fehlerbild quasi ein bisschen mache währenddessen oder kurz bevor wir anfangen mit Runde 3. So, dann würde ich sagen, direkt in Runde 3. Wir schauen nochmal, dass wir das alles richtig schön sauber halten. Schönes Foto-Finish, dass wir das alles auch die ganze Zeit sauber machen. Achtet nochmal drauf, wenn wir hier oben sind, versucht auch während der Bewegung nicht hier auszuweichen, sondern wirklich stabil zu bleiben und euch auf der Stelle kontrolliert nach oben aufzudrehen, dass wir hier nicht viel Bewegung drin haben, sondern das Ganze richtig schön stabil halten. Und weil das Ganze so viel Spaß macht, würde ich sagen, gehen wir direkt in die letzten 10. Auf geht's. Schön hoch, gute Rumpfspannung und wir legen los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und kontrolliert runterkommen. Langsam ablegen und dann habt ihr die Übung auch schon überstanden. Kurzes Päuschen, dann geht's dann Übung Nummer 3. So, dann würde ich sagen, wir legen direkt weiter mit Übung Nummer 3. Wir gehen in den Seitstütz, das heißt, wir gehen vom Unterarmstütz in den Seitstütz, müsst ihr also gar nicht so viel anders machen. Wir gehen als Grundposition diesmal in die Seitlage. Ihr stützt euch auf der Außenkante des Fußes oder beziehungsweise und dem Unterarm ab. Der Ellbogen sollte wieder richtig schön unter der Schulter sein. Denkt dabei drauf, auch wieder schön aufrecht bleiben, Außenkante aufstützen. Wem das Ganze gleich zu anstrengend wird, der kann das Ganze auch ein kleines bisschen vereinfachen, indem er statt auf der Außenkante des Fußes auf der Außenkante des Knies stützt, worum es letztendlich geht. Wir gehen gleich in einen Seitstütz hoch, heben also die Hüfte, versuchen eine schöne gerade Linie mit dem Körper einzunehmen, aufrecht zu bleiben, heben Arm und Bein ab und wollen jetzt vor unserem Körper Knie und Ellbogen berühren. Denkt aber dran, nicht einsacken, sondern aufrecht bleiben, gerade bleiben und das Ganze kontrolliert nach vorne zusammenführen. Denkt dran, für wen es ein bisschen zu heftig ist, nehmt den kürzeren Hebel, gleiches Spiel, aufrecht, Außenkante des Knies, gerade Linie und dann hier vorne zusammen. Gleiches Spiel, gleiche Übung, ein kleines bisschen weniger heftiger Hebel, so wie ihr es könnt. Lieber macht ihr es mir im kurzen Hebel sauber, als dass ihr es irgendwie macht und Hauptsache irgendwie 10 dahingeschmiert. Darum geht es nicht. Wir wollen es sauber machen, wir wollen es mit Qualität machen und wir wollen ja was für uns tun. Also, würde ich sagen, Seite Nummer 1, 5 Stück auf der einen Seite, Seitenwechsel, 5 Stück auf der anderen Seite, dann Päuschen. Also, Seite Nummer 1, richtig schön einnehmen, Außenkante, Ellbogen, lächeln, atmen und hoch. Arm raus, Arm hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Langsam absenken, Seitenwechsel. Schön die Außenkante wieder suchen, Unterarm drunter und wir gehen hoch. Arm ab. 1, 2, 3, 4, 5, kontrolliert absenken und ein kleines kurzes Verschnaufpäuschen. Ja, oder? Also bei denen ist es relativ entspannt. Das T-Shirt ist ein bisschen scheiße bei den ganzen Stützübungen. Es zieht sich die ganze Zeit hoch. Okay, gut, dass das nur ein Video aufnimmt und nicht. Kann man ein 4D-Video machen mit so Wassersplash und geruchsintensiv. Dann fangen wir wieder auf der Dingseite an.
Und dann haben wir angefangen. Ja, nach Adam Riese. So, dann würde ich sagen, direkt ab an Runde 2. Denk bitte dran, gerade Linie, saubere Schnittstellung, jeder seine Version. Ich würde sagen, wir legen los. Ab nach oben, Arm und Bein raus und 1, 2, 3, 4, 5. Kontrolliert ablassen, Seitenwechsel, sauber die Kanten finden. Wir gehen hoch, Arm ab. 1, 2, 3, 4, 5 und kontrolliert absenken, lächeln, atmen und Päuschen. Sehr gut. Das ist everything, genau. Ich muss gerade noch überlegen, was meine letzte Übung war. Aber geht relativ zügig ja jetzt noch. Okidok, da würde ich mal sagen, ab an Runde 3. Keine Müdigkeit vorschätzen. Auf geht's. Wir gehen hoch, raus und 1, 2, 3, 4, 5 und kontrolliert ablassen. Seitenwechsel, sauber die Kanten finden und ab nach oben, raus und 1, 2, 3, 4 und 5 und kontrolliert ablassen und einmal schön durchatmen. Jetzt habt ihr die dritte Runde auch geschafft. Ab zur Übung 4 würde ich sagen. Kleines Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, da würde ich sagen, ohne Müdigkeit direkt an die letzte und schönste Übung noch. Wir gehen ins Bridging. Denkt wieder dran, es geht um die Core Performance, um unsere stabile Körpermitte. Das heißt, alle Übungen, die wir hier machen, wollen wir richtig schön sauber machen. Genauso auch die. Deswegen zeige ich euch kurz, worauf es mir ankommt. Wir sind in Rückenlage. Das heißt, wir legen uns ganz entspannt nach hinten ab. Die Füße sind erstmal aufgestellt. Die Arme nehmt ihr zur Stabilisation an die Seite. Der Kopf liegt ab, die Schultern liegen ab. Und ihr hebt die Zehenspitzen ein kleines bisschen hoch. Die Füße sind etwa schulterbreit auseinander. Und was ihr jetzt machen wollt, denkt nochmal dran. Bauchnabel einziehen, Rumpf stabil. Also hier auch nicht im Hohlkreuz gleich anfangen, sondern richtig schön ein bisschen Vorspannung aufbauen. Und ihr hebt das Becken richtig schön nach oben ab. So hoch wie ihr kommt, ohne dass ihr diese schöne gerade Linie hier brechen müsst. Das heißt hier nicht Hauptsache nach oben und ins Hohlkreuz, sondern eine schöne, solide Linie einnehmen. So hoch ihr könnt. Wenn ihr oben seid, gehen wir immer mit einem Bein nach dem anderen nach vorne raus in eine gerade Linie und das ohne, dass die Hüfte hier wieder absinkt, sondern wir bleiben hier die ganze Zeit richtig schön auf Höhe und versuchen das Ganze sauber zu stabilisieren. 10 Stück, also 5-mal mit jedem Bein raus. Die Hüfte bleibt dabei bitte die ganze Zeit oben, also hier nicht mehr irgendwie die Müdigkeit noch nach vorne schicken, sondern das halten wir noch vor 2 Runden durch, würde ich sagen. Also, Luca, bereit? Sehr gut. Arme ab. Füße gut aufstellen, Zehenspitzen hoch, Rumpf aktiv und wir gehen mit der Hüfte nach oben. Mit welchem Fuß ihr anfangt, ist wurscht. Wir heben ein Bein ab und wieder zurück. Das andere Bein ab, wieder zurück. 2, 3, schön die Spannung halten. 4, 5, 6, 7, 8. 9 und 10 und kontrolliert absenken und ein kleines bisschen locker lassen und alles so ein kleines bisschen durchschütteln, lächeln, atmen und so circa 60 Sekündchen Päuschen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, können wir eigentlich auch gleich weitermachen, oder? Die 3 Runden, die ziehen wir vor uns durch. denn schon, dann können wir alle nach Hause. Gut, dann würde ich sagen, ab an Runde 2 nochmal richtig schön die Grundposition einnehmen. Denkt nochmal richtig gut dran, dass ihr euren Rumpf voraktiviert, dass ihr da eine saubere Rumpfspannung habt. Ich kann leider nicht zu euch nach Hause kommen und einen schönen Spannungstest machen, das dürft ihr leider selber machen. Aber denkt dran, das Ganze hier bleibt richtig schön aktiviert. Also, Runde 2, auf geht's. Hüfte hoch, stabil bleiben und raus mit den Beinen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, lächeln, 7, atmen, 8, 9 und 10 zusammen und wir gehen langsam wieder runter und schütteln das Ganze nochmal ein kleines bisschen durch und atmen wir nochmal durch und 60 Sekündchen später kommt dann auch direkt die Runde 3 und das große Finale. Auf geht's. Gut. So, dann würde ich sagen, ab an die finale Runde. Alles nochmal richtig schön aktivieren, Zehenspitzen aufstellen und wir legen los. Hüfte hoch. Und 1, 2, 3, nicht zu schnell werden. 4, kontrolliert alles. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und wir lehnen den Fuß ab, lassen langsam aber sicher die Hüfte sinken. Schüttelt alles nochmal ein kleines bisschen durch, atmet tief durch. Und dann habt ihr es für heute erstmal überstanden. Beziehungsweise, naja, für heute ist relativ. Ihr dürft ruhig noch ein bisschen was machen, aber für die Core-Performance erstmal habt ihr es erstmal überstanden. Ich danke fürs Mitmachen. Wenn ihr was braucht, wenn ihr Content braucht, wenn ihr einfach schauen wollt, was ihr machen könnt, während ihr zu Hause im Hausarrest seid, in Anführungsstrichen, schaut bei uns vorbei. Wir haben immer ein paar Kleinigkeiten für euch übrig, dass ihr euch einfach richtig schön fit halten könnt, auch wenn ihr uns leider gerade nicht besuchen könnt. Danke fürs Mitmachen. Der Luca dankt euch natürlich auch. Und dann würde ich euch sagen, wir sehen uns demnächst wieder auf EasyTV. Macht's gut. Hallo Leute, ich bin der Vasi. Ich bin der Luca. Wir sind Gesundheitstrainer im EasySport und wir haben heute was für euch vorbereitet. Wir haben ein Bodyworkout vorbereitet, wo ihr mit eigenem Körpergewicht arbeiten könnt und Haushalts- und Serien benutzen könnt. Näheres bekommt ihr oben im Studio mit. Bis gleich. Servus, wir sind jetzt hier im Gym. Luca ist ready. Brust, Schulter, alles am Start. Es geht um Folgendes. Bevor wir mit dem Kraftsport anfangen oder mit dem Krafttraining, Workout, brauchen wir ein Warm-up. Wir machen Warm-up mit dem eigenen Körpergewicht. Wir zeigen ein paar Übungen, die jeder zu Hause machen kann. Ready? Los! Wir fangen an erstmal mit dem Sprunggelenk. Wir lockern unser Sprunggelenk. Ungefähr 10 Wiederholungen. Das linke Bein ist locker. Genau. Noch 4, 3, 2, 1. Wechsel links. 1, 2, 3, 4, 5. Schulter unten lassen, Brust raus. 7, 8, 9. Wir wollten, los geht's, Fußspitzen auf den Boden, hopp, wir wollten, Schulter unten lassen, Oberkörper aufrichten, jawohl, noch 5, 4, 3, 2, 1, wir gehen weiter mit den Tondus, ja, 1, 2, jetzt kommen die Oberschenkel dran, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir wechseln linkes Bein. 1. Bein gestreckt, nicht ganz durchstrecken. Oberschenkelmuskulatur wird angespannt. Das andere Bein federt nach. Immer aufgerichtet bleiben. Noch 3, 2, 1 und walken. Papp, papp. Man nennt es auch Skipping bei den Leichtathleten. Aber wichtig ist, dass wir die Oberschenkel aktivieren. Der gesamte Oberkörper wird jetzt auch aktiv. Noch 5, 4, 3,
2, 1, wir gehen in die Squats. Schulterbreit stehen, Fußspitzen leicht nach außen, Po leicht nach hinten, Becken aktivieren, Brust raus, Schulter nach unten, die Arme vor der Brust, halbe, 20 halbe Stück. 1, 2, 3, 4, Rücken gerade. Noch 10, 9, kleine, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Skipping. Bam, bam, bam. Wir werden jetzt ein bisschen aktiver und joggen auf der Stelle. 4, 3, 2, 1 und runter. Weite Squats. Wir nehmen die Arme jetzt nach oben, 10 Stück, der Rücken wird mit aktiviert, Po nach hinten, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, nicht ganz tief gehen, 6, 7, 8, 9, 10, wir bleiben kurz unten, Luca, 5, 4, 3, 2, marschieren. Pap, pap. Lockern etwas die Schultern jetzt. Zack. Jawohl. Schulter und Nackenmuskulatur. Zack. Zack. Mobilisieren etwas die Schulter, während wir uns bewegen. Bisschen Koordination ist auch mit im Spiel. Rechts. Hopp. Und links. Rechts und links. Noch einmal. Rechts und links. Skipping. Skipping ein bisschen schneller. Bap, 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 bap. Jetzt aktivieren wir noch etwas die Bauchmuskulatur. Ellenbogen aufs Knie. Schnelle, zügige 10 pro Seite. Okay? Rechts auf links. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skipping. Bam, bam, bam. Bewegung. Jawohl. Wir werden etwas langsamer. Die Nase ein, durch den Mund aus. Aktivieren jetzt etwas die Wirbelsäule. Es wird alles langsamer. Wir machen uns rund und gerade. Rund und gerade. Rund und gerade. Rund. Wir richten uns ganz normal auf. Strecken die Arme aus, nehmen sie in die Hüfte, drücken die Schulter nach unten, Arme angewinkelt lassen, Ellenbogen zum Boden, neigen mit dem Kopf leicht nach rechts und dann wieder nach links. Schütteln die Arme aus, die Beine auch. Wir sind jetzt einigermaßen warm und machen weiter mit den ersten Übungen. So, beim Body Workout ist es so, dass wir unsere Übungen in Blöcken aufteilen. Wir haben 4 Blöcke, a 2 Übungen. Die Belastungsphase, also Trainingsphase, dauert ungefähr 2 Minuten. Zwischen den Blöcken gibt es immer eine minütige Pause. Also eine Minute pausieren. Und dann kommt ihr zum nächsten Block. Wir fangen jetzt erstmal an mit Kniebeugen und Schulterstoßen und gehen anschließend sofort zu der Brücke runter. Also Armstütze oder Plank oder was auch immer. Es geht los.
Wir stellen uns so hin, die Fußspitzen leicht nach außen, Bauch angespannt lassen. Nehmt, wenn ihr wollt, auch eine 1,5 Liter Flasche daheim. Ja, ihr könnt auch etwas schwere Utensilien nehmen. Wir nehmen hier die Easy Sports Trinkflaschen, machen auch ein bisschen Werbung. Schaden tut's nicht. Ja, es geht los. Wir gehen tief, berühren mit den Ellbogen die Oberschenkel und stoßen das Gewicht nach oben. 20 Wiederholungen machen wir davon. Schön tief gehen, der Rücken bleibt gerade, die Ellbogen nach vorn. Bauch angespannt lassen, Schulter nach unten drücken, Rücken gerade. Ich zähle natürlich nicht mit Luca. Wie viel haben wir? Stark sind wir. Versucht dabei auch ein bisschen sexy zu sein. Brust raus. Wie viel haben wir, Luca? Super, ausatmen, wenn er nach oben geht. Super. 20. Wir legen das auf die Seite. 10 Sekunden Übergang ungefähr. Runter in die Unterarmstütze. Zwischen 30 Sekunden und eine Minute, je nachdem, wie jeder von euch kann. Rücken gerade, Bauch angespannt lassen, Schultern weg von den Ohren, nicht durchhängen, mit dem Po ein bisschen höher. Schön durch die Nase ein und durch den Mund aus. Rücken gerade lassen, Körperspannung. Lockere Knie, nicht ganz durchstrecken. Jawohl. Ich zähle jetzt noch 10 Sekunden runter, so vom Gefühl. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam absetzen und eine Minute Pause. Der erste Block ist schon vorbei. Wir kommen zum zweiten Block. Wir trainieren jetzt den oberen Rücken, die hintere Schulterpartie natürlich auch, und gehen anschließend runter und machen Push-Ups. 10 haben wir uns vorgenommen, 15 können wir auch machen, wir machen 15, okay? Und danach ist der zweite Block praktisch auch vorbei, Muskeln und gegen Muskeln. Lockere Knie, Po nach hinten, Schulter nach unten, Brust raus, aufgerichtet bleiben, leicht nach vorne geneigt, so circa 45 Grad. Okay, und wir öffnen die Arme. Bam. Schulterblätter zusammenziehen, Ellenbogen Richtung Boden. Jawohl. Kontrollierte Bewegungen. Luca, wie viele Wiederholungen machen wir? Also machen wir auch 20 Liegestütze und keine 15. Wenn, dann richtig, oder? Kontrolliert. Belastungsphase. Immer schön nach oben. Schulterblätter zusammenziehen. Wie viel haben wir? Ja, stark ist der. Super. Komm noch einmal und langsam runter. Jetzt kommen wir zu den Liegestützen. Das Tempo könnt ihr selber bestimmen. Wir machen es schön zügig, dass wir einen guten Pump bekommen auch. Schultern nach unten, Bauch angespannt lassen. Ellenbogen mehr zum Körper, dass wir den Trizeps noch mit aktivieren. Und wir machen 20 schöne Liegestütze, okay? Los geht's. Zehn haben wir schon. Super. Block Nummer 2 ist vorbei. So, wir kommen nun zum dritten Block. Und zwar trainieren wir hier einmal
den unteren Rücken, den Beinbeuger. Und zwar machen wir gestrecktes Kreuzheben. Wir haben hier einen Kanister. Ihr könnt beliebige Utensilien von daheim nehmen. Je schwerer, desto besser, weil bei der Übung kann man ruhig viel Gewicht nehmen. Wir stellen uns hüftbreit hin. Die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen. Wir halten das Gewicht vor uns, so nah am Körper wie möglich. Unsere Schultern sind unten, Rücken ist gerade. Wir schieben zunächst den Po nach hinten. Die Arme bleiben gestreckt. Wir schieben den Po so weit nach hinten, bis wir eine Dehnung im Beinbeuger spüren. So ist er am meisten gedehnt und am meisten aktiviert. Wir halten geschwind unten 2-3 Sekunden, richten dann unser Becken wieder auf, drücken es nach vorne, richten unseren Rücken auf, Schultern sind wieder schön unten hinten, der Bauch ist angespannt und wir gehen wieder nach unten. Kurz halten, die Dehnung nochmal spüren und nach oben. Wir machen noch 10 Wiederholungen und 3 und 4. Jawohl, schön den Rücken gerade halten und 5. 6. 7. Die Knie sind nur minimal gestreckt, dass wir eine höchstmögliche Dehnung im Beinbeuger spüren. Jawohl, und noch zweimal. 1. Jawohl. Und wir halten nochmal unten 5 Sekunden. Spüren die maximale Dehnung im Beinbeuger. 3, 2, 1. Und wir kommen wieder nach oben. Jawohl. Wir können das Gewicht ablegen. Das war's mit der ersten Übung. Hier, wie schon gesagt, haben wir den Beinbeuger drin, den unteren Rücken ebenfalls. Und jetzt kommen wir zur zweiten Übung vom Block. Und zwar machen wir was für den Bauch. Ihr braucht dabei einfach nur ein Besen. Ihr könnt den unteren Teil abschrauben, müsst ihr aber gar nicht unbedingt. Putzen, putzen, putzen. Genau. Putzen, gucken, putzen. Dass wir. Also, wir legen uns auf den Boden. Genau. Gucken, dass der untere Rücken auf dem Boden aufliegt. Der sollte in keiner Bewegung von der Übung vom Boden aufkommen. Genau. Wir halten den Besen Richtung Decke. Wir nehmen langsam unsere Beine nach oben. Die Füße zeigen Richtung Decke. Wir gehen mit dem Besen langsam nach hinten, öffnen dabei unsere Brustmuskulatur, dehnen sie gleichzeitig, kommen mit dem Besen hoch, rollen uns auf, spannen die Bauchmuskulatur maximal an und gehen wieder langsam zurück. Und das Ganze auch 15 Mal und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und bei der letzten Wiederholung halten wir oben nochmal. 3, 2, 1 und wir legen langsam den Besen ab und gehen langsam mit den Füßen nach unten. Jawohl. Genau. Das war unsere zweite Übung vom Block für den Bauch. Wir haben hier die oberen Bauchmuskeln sowie die unteren trainiert. Und bei der ersten Übung hatten wir den unteren Rücken mit dem Antagonisten den Bauch, bei der zweiten Übung. Und wir machen gleich weiter mit dem vierten Block. Bis gleich. So, wir kommen nun zum vierten Block. Und zwar machen wir noch ein bisschen was für die Arme. Wir dürfen zwar nicht in Diskus gehen, also Disco-Pump brauchen wir gerade nicht, aber große und schöne Arme sind immer gut und erstrebenswert. Und zwar machen wir als erstes was für den Bizeps, unser vorderer Muskel. Streich das raus wie ein vorderer Muskel. Wir machen zuerst den Bizeps in Kombination mit nochmal einer Kniebeuge, damit wir nochmal ein bisschen was für die Oberschenkel machen. Genau, wir stellen uns wieder ungefähr hüftbreit hin.
die Zehenspitzen leicht nach außen. Der Bauch ist angespannt. Wir schieben den Po nach hinten, gehen in die Kniebeuge und gleichzeitig beugen wir unsere Arme, spannen den Meters maximal an, gehen wieder nach oben, strecken die Arme aus. Ihr könnt dabei ruhig auch den Trizeps anspannen, damit der Bizeps in der kompletten Dehnung ist und dann wieder nach unten. Jawohl. Und hoch. Jawohl. Und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 5, 11, immer schön hochgucken, eine stolze Brust machen, 13, 14 und nochmal unten halten, nochmal den Bizeps maximal anspannen, 5, 4, 3, 2, 1 und wir kommen langsam nach oben. Jawohl. Ihr könnt dabei, ich kann euch Flaschen empfehlen, ihr könnt auch hier von 0,5, 1 Liter, 1,5 Liter Flaschen nehmen, dann wird es umso schwieriger. Wenn ihr andere Utensilien daheim habt, könnt ihr natürlich auch was anderes Schwereres nehmen, aber Flaschen sind da ganz gut geeignet. Genau, da kommen wir gleich zur zweiten Übung und zwar machen wir noch was für den Trizeps. Der Trizeps macht übrigens 2/3 vom Oberarm aus, also nicht nur Bizepspump für Diskus, sondern auch Trizeps trainieren. Und zwar machen wir Kickbacks, da gerade bei der Übung reicht schon wenig Gewicht aus, um den Trizeps komplett zu belasten. Wir stellen uns wieder etwa hüftbreit hin. Wir schieben unseren Po nach hinten, die Ellenbogen sind am Körper oben, der Bauch ist angespannt. Wir strecken unseren Arm nach oben hinten aus, spannen den Trizeps maximal an. Der Ellenbogen bleibt an einer Stelle. Wir gehen mit dem Arm wieder nach vorne und strecken wieder nach hinten aus. 2, jawohl, und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, noch 3, 13, 14 und wir halten hinten nochmal 5, 4, 3, 2, 1 und wir kommen langsam wieder nach oben. Das war unser Workout. 4 Blöcke, A2 Übungen. Ihr könnt natürlich auch 5 Blöcke nehmen, A2 Übungen. Mehr würde ich nicht machen. Das Training muss kurz und kompakt pfiffig sein. Wenn es zu easy ist, zu einfach, er kann natürlich jeden Block 2 oder 3 Mal durchmachen. Dann habt ihr ungefähr 45 Minuten ein effektives Ganzkörpertraining. Die Übungen sind natürlich variabel. Ihr könnt entscheiden, wie ihr Schulter trainieren wollt, wie ihr Bauch trainieren wollt. Das bleibt euch überlassen. Wir geben euch Tipps. Beim nächsten Video werden wir andere Übungen mit einbeziehen, um euch mehr Ideen zu geben, würde ich sagen. Bleibt gesund, bleibt auch zu Hause, trainiert zu Hause. Es gibt keine Ausreden. Ihr habt genug Material bei uns auf der Seite und bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zum Easy Sports TV. Mein Name ist Isa vom Easy Sports Sonnefingen und ich möchte heute mit euch ein kurzes, knackiges, intensives Bauchworkout machen. Wir beginnen mit einem kleinen Warm-up, gehen dann weiter in den Hauptteil. Da werden wir 10 Übungen miteinander machen, 30 Sekunden uns dabei richtig intensiv belasten, 10 Sekunden Pause. Und während der Pause gehen wir sofort in die nächste Übung. Ich erkläre euch kurz die Übung, was ihr zu machen habt und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Übung. Und nach den 10 Minuten machen wir dann noch ein kleines kurzes Cooldown, sodass wir wirklich wieder unser Herz-Kreislauf-System nach unten fahren können
Und ja, wir beginnen jetzt wirklich intensiv Power zu geben. Spannt hier wirklich richtig intensiv auch eure Bauchmuskulatur an. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr wirklich einen schön definierten Bauch bekommt, das Workout alle 2 Tage zu machen. Und das Ganze dann auch in Kombination natürlich dann mit anderen Workouts, die wir hier anbieten, wie zum Beispiel ein HIIT-Workout oder ein Tabata-Workout, wo ihr wirklich nochmal richtig intensiv Fett verbrennen könnt, Muskulatur aufbauen könnt. Und natürlich auch noch die Ernährung spielt auch noch eine große Rolle bei einem definierten Bauch. Deswegen schaut hier ruhig auch gerne mal bei dem Video vom Luca rein oder gerade bei den Videos, wo wir anbieten und euch Ernährungstipps geben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und haut rein! So, wir beginnen jetzt mit unserem Warm-up und dazu bitte ich euch erstmal hier ganz locker auf die Stelle anfangen mit Joggen, ganz, ganz locker zum Warmwerden. Und atme hier mal ganz tief durch deine Nase ein und langsam wieder ausatmen. Und langsam und tief durch deine Nase einatmen und wieder ausatmen durch deine Nase. Und beginn mal deine Schultern nach vorne zu kreisen. Dein Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule und bleib hier. Und Schultern zurückkreisen. Und komm wieder hier ins Joggen auf die Stelle und beginn hier mal deine Knie nach oben anzuheben. Und komm hoch, hoch. Und durchhalten, komm. Bauchnabel zieht hier Richtung Wirbelsäule. Bleib stabil. Und komm, wir machen noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2, 1 und komm wieder auf der Stelle zum Joggen und komm tief ein- und ausatmen und wir beginnen die Fersen nach hinten anzuheben. Komm, Fersen Richtung Gesäß und anfersen. Bauchnabel hier wieder fest. Komm. Achte auf deine Atmung, atme tief und langsam ein und aus. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2, 1 und komm wieder zum Joggen auf der Stelle. Sehr gut. Atme hier wieder ganz tief ein durch die Nase, ausatmen, sodass du wirklich deinen Puls wieder langsam nach unten bringst. Und beginn mit mir hier jetzt. Komm in den Hampelmann. Hep, hep, komm. Sehr gut. Und weitermachen. Wir machen noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2, 1 und marschier, marschier, bleib hier im Marsch und wir beginnen die Beine nach vorne im Wechsel auszustrecken. Das heißt, komm hier vor, 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 gestreckt. Oberkörper bleibt aufgerichtet und stabil. Bauchnabel zieht hier wieder Richtung Wirbelsäule. Und ich komme schon richtig hier ins Schwitzen. Und wir machen noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2 und ihr habt es geschafft mit dem Warm-up. So ihr Lieben, ich erkläre euch kurz und knackig jetzt die nächsten 10 Übungen. Und dazu starten und beginnen wir unten auf dem Boden. Erste Übung, wir machen hier die Hip Raises, das heißt, komm hier einmal hoch, tief. Nächste Übung, die wir machen, Plank,
mit seitlich laufen. Das heißt, komm hier in die Plank-Position, lauf hier einmal. Immer rechts, links im Wechsel. Nächste Übung, wir machen Cross-Crunch. Das heißt, wir kommen hier einmal, diagonal, Ellenbogen, Knie, kommen zusammen. Nächste Übung, vierte Übung, Crunch, ganz normal. Komm hier nach oben, Schulterblätter heben ab. Fünfte Übung, Roll in. Beine anheben, strecken. Sechste Übung, Toe Touches. Das heißt, Schulterblätter abheben vom Boden und rechts, links, rechts, links, rechts und links. Siebte Übung, Up and Down Plank. Das heißt, wir starten hier in einer Liegestützposition tief und hoch, tief und hoch. Achte Übung, Leg Lift. Du bleibst hier, Oberkörper anheben, Arme seitlich. Neunte Übung, Schere. Oberkörper anheben, Beine sind gestreckt und wir überkreuzen hier. Und die letzte Übung, die zehnte, kommen wir einmal in den Seitstütz. Seitstütz, Ellenbogen, Schulter, eine Linie, oberes Bein kommt hier nach vorne und drück dich hier richtig raus. Und wenn du magst, mach das Ganze gerne mit Bewegung. So ihr Lieben, wir beginnen jetzt 30 Sekunden Vollgas, 10 Minuten richtig durchpowern für einen schönen, intensiven, definierten Bauch und let's go! Okay people, I don't care if you're fit, fat, small or tall. All that matters is that you give your best now. 3, 2, 1, go! Und atmen, tief ein- und ausatmen, Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Langsam hier die Übung ausführen, wirklich intensiv in den Bauch reinspüren. Three, two, one, break. Nächste Übung, wir kommen in Plank-Position, seitlich laufen. Und komm, Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und los geht's. Zur Mitte. Und seitlich. Zur Mitte. Seitlich. Turn it up. Bauchnabel zieht hier Richtung Wirbelsäule. Schultern ziehen tief in den Rücken. Und komm, durchhalten, auf geht's. 3, 2, 1, nächste break. Übung, wir kommen einmal in den Cross Crunch. Komm in Rückenlage, Arme seitlich neben den Körper. 3, 2, und 1, los go. Geht's, komm. Bauchnabel richtig fest hier, Richtung Wirbelsäule ziehen. Und hier nochmal richtig Power reingeben. Komm. Three, two, one, break. Sehr gut. Nächste Übung, Crunch. Komm hier gerne mit einem längeren Hebel oder mit einem kurzen Hebel. Wir beginnen jetzt. Schulterblätter anheben. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und nimm die Kraft nur aus deinem Bauch raus. Und einatmen, ausatmen. Einatmen, hoch.
Ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. 3, 2, 1. Ausatmen tief. Und fünfte Übung. Wir kommen in den Roll-In. Beine strecken und wieder ranziehen. Bauchnabel zieht hier fest Richtung Wirbelsäule. Los geht's, komm. Sehr gut, komm, durchhalten. Schön langsam und intensiv das Ganze machen. Spannung reinbringen in deinen Körper. Sehr gut, nächste Übung. Up, Down, Plank. Von der Liegestützposition einmal in Unterarmstütz. Bauchnabel zieht hier Richtung Wirbelsäule. Schultern ziehen tief. Auf geht's, komm. Achte drauf, Becken bleibt stabil. Power reinbringen. Komm, durchhalten. 30 Sekunden Power. Break. Sehr gut. Nächste Übung. Leg Lift. Komm wieder in Rückenlage. Wir gehen hier mit gestreckten Beinen hoch und tief. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und auf die Atmung auch achten. Atme tief durch deine Nase ein und wieder aus. Spann wirklich so sehr deinen Bauch an, dass dein Bauch, dein Rücken komplett auf der Matte liegen bleiben kann. 3, 2, 1, break! Auf geht's, nächste Übung, die Schere. Wir überkreuzen im Wechsel unsere Beine. Und Arme seitlich nehmen. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Komm. Und ziehe richtig hoch. Schulterblätter kommen weg vom Boden. Durchhalten. Gleich haben wir es geschafft. Komm. Tief durch die Nase ein. Und komm, Power. Wow. Mein Bauch brennt. 3, 2, 1, break. Letzte Übung, Freunde. Seitstütz. Wir machen den rechts und links im Wechsel. Komm in Seitstütz. 3, 2, 1, und komm nach oben. Schultern ziehen tief in den Rücken. Bauchnabel zieht hier fest Richtung Wirbelsäule. There you go. Sollte dir das zu schwer sein, dann halt die Übung. Hier halten. Three, two, one, break. Seitenwechsel. Auf geht's. Die letzte Übung. Gleich hast du es geschafft. Und komm nach oben. Two, one, go. Bauchnabel zieht hier wieder Richtung Wirbelsäule. Langsam und intensiv machen. Spür hier rein. Zeitlich in deine Bauchmuskulatur. Sehr cool, ihr habt es geschafft. Vielen Dank. Ihr Lieben, sehr gut gemacht. Bitte trinkt was. Achtet auf eure Atmung. Atmet hier wirklich tief ein und aus, sodass ihr den Puls wieder nach unten bringen könnt. Und wir starten jetzt gemeinsam noch mit einem kleinen, knackigen Cooldown. Dazu geht ihr einfach mal in Rückenlage auf den Boden. Streck deine Arme seitlich neben deinen Körper aus. Stell deine Füße auf. Bring deine Knie und deine Sprunggelenke aneinander und lass einmal deine Knie auf die rechte Seite fallen.
ganz langsam und geh nur so weit zur rechten Seite, wie deine Knie zusammenbleiben können. Dein Blick geht auf die diagonale Seite, das heißt, dein Blick geht auf die linke Seite. Und dein linkes Schulterblatt bleibt dabei am Boden liegen. Atme hier ganz tief durch deine Nase ein. Und langsam wieder ausatmen. Und wiederhol das Ganze mit der Atmung in deinem eigenen Rhythmus und Tempo. Atme hier ganz tief durch deine Nase ein. Und mit jeder Ausatmung bringst du deine Knie mehr und mehr Richtung Boden. Aber nur so weit, wie deine Knie zusammenbleiben können. Und dein diagonales Schulterblatt am Boden liegen bleiben kann. Spür hier in deine seitliche Flanke, in deine Seite rein und spür hier die Dehnung. Und wenn du dich bereit fühlst, dann komm langsam wieder zurück zur Mitte und mach das Ganze zur anderen Seite. Lass deine Knie auf die linke Seite fallen. Dein diagonales Schulterblatt, dein rechtes Schulterblatt bleibt am Boden liegen und dein Blick geht auf die rechte Seite. Atme hier auch wieder ganz tief durch deine Nase ein und mit jeder Ausatmung bring deine Knie noch mehr in Richtung Boden. Und spür hier wieder die Dehnung in deiner seitlichen Bauchmuskulatur. Und komm langsam wieder zurück zur Mitte. Umfass mit beiden Händen deine Knie und zieh deine Knie in Richtung Brust. Deine Schulterblätter ziehen hier ganz tief in deinen Rücken. Heb deinen Kopf langsam Richtung Knie und beginne hier durch eine kleine Wippbewegung, die immer größer und größer wird, schließlich zum Sitz zu kommen. Von hier aus lass dein Blut kurz nach unten sacken. Und wenn du dich hier bereit fühlst, dann komm einmal in den Vierfüßlerstand. Und atme tief ein, komm hier in den Katzenbuckel. Ausatmen, geh einmal hier wieder in die Kuh. Einatmen, geh hier in den Katzenbuckel. Und ausatmen in die Kuh. Und nochmal tief durch deine Nase ein. Und wieder ausatmen, komm hier in die Kuh. Und auch hier, wenn du dich hier bereit fühlst, komm langsam wieder zurück in die Ausgangsposition, in den Vierfüßlerstand. Stell deine Füße hinten auf und komm hier mit gestreckten Beinen nach oben. Bring deine Fersen, wenn du kannst, zum Boden. Wenn es nicht möglich ist, dann beug langsam deine Knie. Und nimm deinen Kopf hier zwischen deine Hände, zwischen deine Arme. Lauf hier langsam nach hinten Richtung Füße. Lass deinen Kopf ganz locker hängen. Und roll hier ganz langsam, Wirbel für Wirbel, nach oben. Ganz langsam. Oben angekommen, lass hier wieder dein Blut nach unten sacken. Atme hier nochmal tief ein, durch deine Nase ausatmen und einatmen, durch deine Nase ausatmen. Noch ein letztes Mal ein und wieder ausatmen. Dankeschön, ihr habt es geschafft.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Ciao, ciao.